Bei mir im Studio begrüße ich einmal Petra Stöber vom Standard, die diesen Prozess von Beginn an verfolgt hat, ebenso wie Florian Klenk, Chefredakteur vom Falter. Vielen Dank an Sie beide fürs Kommen. Ist jemand von Ihnen beiden eigentlich überrascht, ob dieses Urteils? Nein, überhaupt nicht. Die Strafverteidiger, die den Prozess verfolgt haben, haben genau dieses Urteil prognostiziert. Ich glaube auch nicht, dass es den Verteidiger von Ernst Strasser wirklich überrascht hat, weil er ja auch in Kontakt steht mit seinen Kollegen. Jemand, der nicht gesteht bei so einer Tat, jemand, der nicht reinen Tisch macht, und dafür ist ein Strafverfahren eigentlich da, reinen Tisch zu machen, die Wahrheit auf den Tisch zu legen, Reue zu zeigen. Jemand, der das nicht macht, wird zusätzlich bestraft. Das weiß man im Grauen Haus, das weiß jeder Gerichtsberichterstatter. Komisch ist, dass Ernst Strasser es bis zuletzt nicht geglaubt hat. Überrascht? Nein, auch nicht überrascht. Ist es angemessen? Ich denke, nein, es ist sicher ein, man könnte es als hartes Urteil sehen. Es gibt Juristen, die das so sehen, aber es ist ein begründbares Urteil und der Richter hat das ja auch begründet. Und ich glaube, ihm schon auch darin folgen zu können, dass er sagt, mit Politikern ist das so eine Sache. Das ist eine besonders sensible Position, die sie innehaben. Und hier mit einer derartigen Unverfrorenheit Dinge zu machen, die der eigenen Brieftasche nützen und nicht sozusagen dem Allgemeinwohl, das ist schon eine sehr schlimme Angelegenheit. Und das mit der generalpräventiven Wirkung, das hat er ja auch begründet, der Richter. Sie haben heute getwittert, Florian Klenk, es ist ein erwartbares Urteil von beschränkter Haltbarkeit. Wie meinen Sie das? Naja, diese 4 Jahre, die klingen hart, aber es gibt jetzt mehrere kleine Rädchen, wo man sie noch runterdrehen kann. Also es kommt einmal vor den obersten Gerichtshof, der kann die Sache jetzt selbst runterdrehen. Was nicht unwahrscheinlich ist, also sagt, 3 Jahre reichen vielleicht auch. Er kann es an das Oberlandesgericht verweisen, die das auch runterdrehen können, so wie im Fall Scheuch geschehen. Und vor allem, Ernst Strasser hat natürlich die Aussicht auf eine bedingte Strafnachsicht, also eine vorzeitige bedingte Entlassung aus dem Gefängnis, wenn es dabei bleibt, nach der Hälfte der Strafe. Das heißt, er wird, selbst wenn das Urteil bestehen bleibt, wahrscheinlich nicht länger als 2 Jahre sitzen. Ab 2 Jahren hat er dann auch das Recht auf eine Fußfessel. Das hat ihm auch das heutige Urteil nicht genommen. Nur die ersten 2 Jahre muss er sitzen. Und da wird er wahrscheinlich in eine Anstalt kommen, wo so sind Leute wie er sitzen. Das heißt, er kann ausrücken zur Arbeit, er kann tagsüber ganz normal berufstätig sein und muss halt am Abend wieder einrücken. Kann sie auch das bei den 4 Jahren? Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Das heißt, um es abzuschließen, er wird jetzt nicht bei den schweren Knackis in Stein oder Garsten sitzen, sondern er wird einen relativ gelockerten Strafvollzug haben. Das heißt, das, was jetzt 4 Jahre Gefängnis hinter Gittern klingt, wird in Wahrheit abgeschwächt werden. Also ich glaube aber trotzdem, es ist eine taffe Geschichte dennoch. Ja? Also auch wenn der Strafvollzug dann sich vielleicht nicht so hart anlässt, wie man sich das vorstellen mag, auf den ersten Blick, glaube ich, ist das für den ehemaligen Innenminister der Republik Österreich schon eine sehr harte Angelegenheit. So oder interessant so. Ist ja auch die Rolle, also nicht nur das Urteil als solches, sondern auch die Rolle des Richters, Georg Olschak, der eine Urteilsbegründung geliefert hat, nach der dann irgendwie Ernst Strasser begonnen hat zu zittern, laut Beobachtern im Gerichtssaal. Da waren auch viele wahrhaftig baff. Wie bewerten Sie das? Naja, das war ehrlich gesagt zu erwarten. Dieser Richter ist für klare Worte bekannt. Der hat ja auch den Prozess geführt gegen den ehemaligen ÖOC-Generalsekretär Jungwirth. Und auch da hat er sehr klare Worte gefunden und gesagt, das ist diese altösterreichische Mentalität, Funktionärsmentalität, dieses Selbstbedienungsladen. Auch das waren sehr klare Worte für einen Richter. Ich glaube, Olschak, ich kenne ihn nicht persönlich, ich glaube, er ist ein Richter, der sozusagen in der Tradition seines Berufsstandes auch ein großes Selbstbewusstsein seiner Unabhängigkeit hat. Aber hat sie auch schon sehr persönlich rausgelegt, also mit einer Meinung, die ja eigentlich juristisch nicht relevant ist. Naja, jeder Richter begründet natürlich nicht nur für den Beschuldigten, sondern auch für die Öffentlichkeit, die im Saal sitzt. Und das war schon ein direktes Statement, ja, zu sagen, bei Ihnen funkeln die Augen, wenn Sie Geld sehen. Olschak hat mit seiner Meinung nie hinterm Berg gehalten. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er zum Beispiel, als der 14-jährige Bursch von hinten erschossen wurde, ganz dezidiert, dass er das für Mord hält. Ja, er sagt, das ist Paragraph 75 Mord, da gibt es keinen Zweifel daran. Also es ist ein Richter, ein sehr unabhängiger Richter, der seine Meinung sagt. Ernst Strasser hat auch das gewusst. Ja. Mir ist aufgefallen bei der Begründung, dass dieser Satz, Ernst Strasser ist reglos dagesessen, was bis jetzt nicht beschrieben wurde, ist, dass er ganz am Schluss zu weinen begonnen hat. Es hat ihn gedrückt, er hat Tränen verdrückt, er hat dann seinen Anwalt irgendwie so nicht umarmt, aber doch irgendwie gedankt und ist mit dem Rücken zum Publikum schnell verschwunden. Und der Satz, den Strasser, glaube ich, am meisten getroffen hat, war dieser Satz, noch nie hat jemand so viel Schande über die Republik gebracht wie Sie. Und da habe ich den Moment irgendwie gesehen, dass Strasser irgendwie so ein bisschen aufgewacht ist. Warum hat er so reagiert? Warum hat er diese Geheimdienstklamotte gemacht? Ich glaube, er hat einfach in einer Welt gelebt, in der man
die Unwahrheit sagen konnte und damit Erfolg feiern konnte. Er hat von uns Journalisten immer wieder die krassesten Unwahrheiten gesagt. Stichwort Parteibuchwirtschaft, rot-weiß-rotes Ministerium. Und er kam damit durch. Und das hat er bis zuletzt sozusagen geglaubt, dass das funktioniert. Dass die Schöffen vielleicht sagen werden, im Zweifel sprechen wir ihn frei. Und es funktioniert ja immer weniger. Also, oder anders gefragt, was passiert da gerade in unserer Juristerei? Also das ist offenbar eine neue Generation, ein neuer Geist von Staatsanwälten, von Richtern am Werk, die sozusagen nicht mehr so beeindruckt sind von irgendwelchen Politämtern, Ministerämtern und einfach auch ihr Ding dann ziemlich selbstbewusst durchziehen. Ja, ich glaube, auf der einen Seite erleben wir eine andere Politikergeneration, die gierig geworden ist. Früher ist die Korruption, hat die darin bestanden, dass die Parteien ihre Parteien bereichert haben, ihre Bewegungen, dass man den Genossen eine Wohnung verschafft hat oder einen Job. Diese persönliche Bereicherung ist doch relativ neu. Die gab es bis jetzt nicht, ja, dass sich sozusagen Politiker selbst die Taschen vollstecken. Das ist neu. Und auf das reagiert die Justiz zögerlich, aber doch, indem sie die Leute anklagt und zu so harten Strafen verurteilt, wenn sie nicht auspacken. Sie wollen einfach, die Justiz will einfach zeigen, ihr müsst reinen Tisch machen. Und darum ist das Urteil so spannend, weil die Frage, wenn die Geheimdienstgeschichte so als lächerlich verurteilt wird, ist die Frage, ob natürlich Schwiegermuttergeschichten in der gleichen Art und Weise vielleicht auch lächerlich gemacht wird. Naja, es gibt ja einen anderen ehemaligen Minister, der behauptet, dass Bargeldtransfers von der Schwiegermutter... Aber da gibt es noch nicht mal eine Anklage. Da muss ein bisschen vorsichtig sein, aber okay. Heißt das, wir können jetzt damit rechnen, dass es der Reihe nach Geständnisse geben wird von Politikern, denen Prozesse drohen? Das werden wir sehen, aber ich glaube, dass es der Reihe nach auch Anklagen geben wird. Das ist ja ein Anfang gemacht. Es stehen jetzt schon die nächsten Prozesse an. Das nächste Urteil kommt dann am Donnerstag. Ich glaube einfach, dass, was Florian Klenk auch beschrieben hat, das ist auch schon so eine Geschichte gewesen, die im Jahr 2000 ganz massiv auch mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ begonnen hat. Das war schon noch eine Selbstbedienungsmentalität, die hier Raum gegriffen hat, die Schüssel zumindest billigend geduldet hat. Und das aufzuarbeiten hat eine Zeit lang gedauert. Und ich glaube aber, dass jetzt sozusagen das, was mit der Einrichtung der Korruptionsstaatsanwaltschaft begonnen wurde, dass das jetzt langsam greift. Und dass jetzt auch, ich glaube, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung im Moment auch sehr gut läuft. Und das ist schon mal, glaube ich, einfach auch ein wichtiges Signal an all die Österreicherinnen und Österreicher draußen, die nicht das Gefühl haben dürfen, in unserem Rechtssystem kann man es sich richten, wenn man nur die richtigen Leute kennt. Sieht man auch sehr gut an den Reaktionen, also zum Beispiel in Internetforen, Twitter und Facebook, da schreiben ganz viele, endlich erwischt es auch mal einen von denen da oben. Also kann das auch wichtig sein für das Vertrauen in die Justiz? Ja, selbstverständlich, weil es lange genug sozusagen State of the Art war, dass man mit öffentlichen Geldern, mit öffentlichen Jobs, mit öffentlichen Positionen sich bereichern kann. Was ich glaube, ist, dass dieses Signal, das die Justiz da aussendet, die nächsten Korruptionsprozesse, der nächste Prozess wird Rumpold sein, der ehemalige Werbeguru von Jörg Haider und auch die Anklage gegen FPÖ-Manager, dass die schon dazu führen wird, dass dort Leute gestehen. Ich glaube, dass Leute, die so im Management von Firmen sitzen, die so in der dritten, vierten Reihe sitzen, nicht die Last tragen werden. Da geht es um 600.000 Euro, nicht um 100.000 Euro. Nicht die Last tragen werden, zu riskieren, dass sie ins Gefängnis kommen. Und das wird eine Welle auslösen von Geständnissen, von Offenbarungen. Das muss so sein, weil bei 4 Jahren Haft überlegt man sich, besonders dann, wenn man ein eher älterer Angeklagter ist. Ich würde doch gerne, ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, ich weiß, aber einen Punkt würde ich schon noch gerne ansprechen, weil es beim runden Tisch so rausgekommen ist, auch von Seiten von Dr. Böhmdorfer, was jetzt geschieht, die Gerichte sind sozusagen willfährig den Medien gegenüber, damit es eine gute Berichterstattung gibt. Das ist schlicht unwahr und ungerecht. Und man muss beim Fall Strasser schon noch eines sagen. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt konnte jeder auf YouTube sehen, wie diese Unterhaltung zwischen Strasser und den vermeintlichen Lobbyisten gelaufen ist. Unter welchem Klima das stattgefunden hat. Ja. Und da hat sich jeder sein eigenes Bild machen können und dass die Poster- und Twitter-Gemeinde so heftig auch auf dieses Urteil reagiert hat, das liegt auch daran, glaube ich, dass das sehr, da haben die Medien gar keine Vorverurteilung machen können. Das lag alles klar am Tisch von Anfang an, in welcher Stimmung das alles stattgefunden muss hat. Muss leider safe zumachen, sonst überziehen wir. Vielen Dank, Peter Stoiber, Florian Klenk, für den Besuch im Studio und für diese Analysen.